Frau Berghoff-Wodupia, die RAG-Stiftung hat die Diskussion über die junge Generation und die Bildungschancen von Jugendlichen im Ruhrgebiet aufgegriffen. Warum ist Ihnen das so wichtig und welche Aspekte möchten Sie da besonders unterstützen? Uns ist besonders wichtig, die sozial benachteiligten Jugendlichen zu fördern, aber auch die Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Sie bedürfen nicht nur unserer besonderen Aufmerksamkeit, sondern sie stehen im Mittelpunkt unserer Förderaktivitäten. Junge Leute brauchen Ansprache, sie brauchen Förderung der Talente und Potenziale, die reichlich vorhanden sind. Und es geht darum, diese zu fördern, was nicht immer ganz einfach ist. Und in unseren Projekten, die wir vielfältig auf die Beine gestellt haben, zum Teil eigeninitiiert, aber auch zum Teil mit Kooperationspartnern, eben diese Jugendlichen entsprechend zu fördern. Da ist noch viel Potenzial zu wecken, denn die Schulen allein tun sich schwer, diese Chancengleichheit, die erforderlich ist, auch darzustellen. Da ist noch viel Luft nach oben und wir versuchen mit unseren Projekten die ein oder andere Lücke zu füllen. Gehen wir gleich noch weiter drauf ein, stellen noch weiter die Runde vor. Ulf Matisiak, Teach First. Wie ist denn der Status quo? Wie sehen Sie das Bildungssystem aktuell, das deutsche System, aber natürlich auch hier im Ruhrgebiet, denn wir konkurrieren ja international? Das ist natürlich jetzt keine sehr schnell zu beantwortende Frage. Ich gebe Ihnen 2 Minuten. Ich versuche das, die Antwort knapp zu halten. Also ich auch wenn es oft anders dargestellt wird, würde ich sagen, dass wir zwar in Teilen aus dem sogenannten PISA-Schock durchaus gelernt haben. Es ist jetzt nicht so, dass wir seit 2000 uns nicht bemühen würden, ein sozial gerechteres Bildungssystem bundesweit und natürlich auch gerade in den sogenannten sozialen Brennpunktlagen zu haben. Ich in meiner Perspektive auch durch die Arbeit in den Brennpunktschulen, glaube ich, kann man für ein Land, das so viele finanzielle und personelle Ressourcen hat, nicht zufrieden sein. Also ich persönlich, auch in Kenntnis der Schulen, würde sagen, es haben sich durchaus Dinge verändert, aber man kann mit dem Status quo so eigentlich nicht zufrieden sein. Es ist nach wie vor so, dass das Einkommen der Eltern maßgeblich und auch als einziger Faktor durchgehend bestimmt, ob man hinterher möglicherweise ein Abitur hat oder ob man möglicherweise erfolgreich wird studieren können. Und das betrifft ja nicht eine kleine Minderheit von Jugendlichen, sondern das betrifft, je nachdem, welchen Studien man folgt, zwischen 15 und 20% der Jugendlichen. Und das in bestimmten sozialen Problemlagen, in Anführungszeichen, in aller Vorsicht formuliert, bündelt sich das ja noch. Das heißt, in bestimmten Stadtteilen, beispielsweise in Berlin-Mitte, betrifft es jeden dritten türkischen männlichen Jugendlichen. Und das kann keine Bilanz sein, mit der man in Deutschland zufrieden ist, in meinen Augen. Murat Vural, die Chancen, die Aufstiegschancen stecken in im Namen Ihrer Initiative Chancenwerk ja schon drin. Wie ist es um die bestellt, um diese Aufstiegschancen von Jugendlichen im Ruhrgebiet? Und eben, ist es so, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund da sehr viel schlechtere Chancen haben? Also ich muss ganz kurz zu sagen, ich verstehe Sie akustisch wirklich sehr schlecht, ja, weil Sie, glaube ich, technisch in diese Richtung, aber ich habe einige Teile nicht verstanden, aber ich versuche doch zu antworten. Also die Chancen der Jugendlichen im Ruhrgebiet, wie ich das sehe. Und gibt es da einen Unterschied, ob man Migrationshintergrund hat oder nicht? Tut mir leid, danke. Also auf jeden Fall gibt es Unterschiede, das heißt aber nicht meiner Meinung nach, dass man, wenn man keinen Migrationshintergrund hat, dass es dann alles perfekt ist, dass man dann einfach mal durchkommt. Das ist nicht der Fall. Also wir haben, als wir unseren Verein Chancenwerk gegründet haben 2004, dachten wir, das wäre ein Migrantenproblem. Ich habe einen türkischen Migrationshintergrund, meine Eltern kommen aus der Türkei. Und da wir dachten wirklich, eigentlich dachten wir, da sind gar keine Probleme. Dann habe ich festgestellt, dass meine Schwester mir erzählt hat, Bruder, es gibt so viele Menschen, Migranten, die Probleme haben. Dann dachte ich, okay, lass uns mal was machen. Ein Jahr später haben wir gemerkt, es sind auch deutsche Kinder, die gleiche Probleme. Also wir haben kein Migrantenproblem, wir haben ein, ich sag mal, bildungsfernen Kinderproblem oder Menschen, die einfach aus sozioökonomischem Status hat, eher geringer haben, die haben ein Problem. Und deswegen, bei Migranten verschärft sich das Ganze nochmal. Ja, das was Ulf halt gerade erwähnt hat, es gibt auch Gebiete, wo es noch gravierender wird, weil es um Standorte geht. Wenn man das angeht zu lösen,
dann darf man aber auch das Ganze nicht auf Migranten beziehen und dann Lösungsansätze suchen. Also wenn man alleine so eine Bildungstrichter anschaut, die wahrscheinlich vielen bekannt ist in diesem Raum, wenn Menschen mit akademischem Hintergrund, 100 Kinder auf die Welt kommen, akademische Kinder erreichen sozusagen, ich sag mal jetzt im Durchschnittswert, 80 bis zur Hochschule, und bei nicht-akademischen Kindern erreichen es nur 10. Unabhängig von Migranten, also wenn ich mir nochmal bei Migranten angucken würde und den Arbeiter nochmal angucken würde, dann will ich gar nicht wissen, welche Zahl, diese mickrige Zahl das ist. Das heißt, wir haben ein großes Problem, und ich habe gerade die Diskussion, also ich möchte nur schnell mal diesen Satz sagen zu der Diskussion davor. Wir reden hier die ganze Zeit über Imageprobleme vom Ruhrgebiet. Also ich möchte auf der Ebene nicht diskutieren, dass wir marketingtechnisch irgendwas tun müssen und so weiter. Ich möchte rauskriegen, warum wollen die Menschen nicht kommen? Ja, wenn sie mal durch Dortmund-Nordstadt mal vorbeifahren und die Menschen auf der Straße mal sehen, dann können sie sofort sehen, warum die nicht kommen. Um das so marketingtechnisch schön verpacken und Dortmund gut darstellen, da bin ich nicht mit Ihnen. Ich bin mit Ihnen aber, um die Probleme vor Ort zu lösen, damit die Leute endlich mal sehen, welche Potenziale wir in diese Stadtvierteln haben. Und so möchte ich die Menschen gewinnen, nicht mit irgendwelchen Marketingaktionen. Mhm. Frau Dr. Kamsky, Sie haben es gehört, wir brauchen keine Aktionen, speziell, wenn ich Sie richtig verstanden habe, für die Kinder von Migranten, sondern Lösungen für alle. Stimmen Sie dem zu? Das würde ich auf jeden Sie können Alles gut, Sie jetzt müssen haben nur erst hochgezogen werden, deshalb, kommt dann von allein, Geduld. Also ich habe gesagt, Stimme oder schön. Ja. Sie haben immer noch beides. Ich denke mir, man muss auf jeden Fall schauen, dass es Förderkonzepte für alle geht. Es geht nicht um die Migranten an sich, wie Herr Burald schon gesagt hat, denn wenn Sie mich hören, hören Sie auch, dass ich einen Akzent habe. Und ich bin Migrantin, ich habe nicht nur einen Migrationshintergrund, sondern ich bin hundertprozentige Migrantin, ich bin Österreicherin. Aber genau das ist es ja im Grunde genommen, denn ich möchte jetzt Ihr Kopfkino in Bewegung setzen im Grunde genommen. Was verbinden Sie mit dem Begriff Migranten? Ja? Denken wir an türkische, arabische, wen auch immer, Mitbürger bei uns, oder denken wir an Österreicher, Schweizer, Spanier? Denken wir schichtweise, also wenn wir von Migranten sprechen, geht es dann auch darum, dass ich vielleicht den persischen Arzt mit seiner Familie im Kopf habe, der hochgebildet hier ankommt und seine Kinder in die Schule schickt. Also von welchen Problemen sprechen wir im Grunde genommen? Ja. Sie haben handfeste Kritik am Bildungssystem. Welche ist das? Also handfeste Kritik würde ich so nicht sagen, denn was wir sind hier im Grunde genommen in der Metropole Ruhr, das ist ja unser Ziel und unser Fokus, auf den wir momentan schauen, und Nordrhein-Westfalen hat ein sehr gutes System, dass es beispielsweise ein Standortkonzept entwickelt hat, das eingeteilt ist in 5 Stufen, um zum Beispiel bei Leistungstests und so weiter eine gewisse faire Situation herbeizuführen. Das heißt, Sie haben vorhin gesagt, der Bildungserfolg hängt eng mit der Herkunft zusammen. Das ist nur ein Merkmal. Ein zweites Merkmal wäre beispielsweise der Standort der Schulen. Also wir finden uns in einem Ballungsraum, wo wir auch Schulen haben, die in herausfordernden Lagen sich befinden. So nennen wir das in der Forschung im Grunde genommen. Dazu gehört so etwas wie, welchen Wohnwert haben die, ich sage jetzt einmal, die Behausungen, in denen sich die Eltern befinden, deren Kinder in diese Schulen gehen. Welches Einkommen ist in dieser Umgebung üblich, durchschnittlich, überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich? Welchen Ausländeranteil, sage ich jetzt einmal, gibt es in diesen Gegenden? Ich muss den Kopf, darf den Kopf nicht so bewegen. Doch, Sie können auch den Kopf nach rechts und links, wir haben sogar 2 Mikrofone bei. Also all diese Dinge spielen eine Rolle dann, welche Sozialleistungen erhalten die Menschen, die in diesen Umgebungen leben und so weiter und so fort. Und deshalb kann man sagen, also auf dieser 5-stufigen Skala, Schulen, die im Bereich 3, 4 und 5 sind, können wir sagen, sind Schulen, die in herausfordernden Lagen sind. Mhm. Das heißt, die herausfordernde Lage mit diesen negativen Aspekten, die eben eine Rolle spielen können, bei den Kindern. Das zweite, also die Herkunft, die der Zukunft. Das dritte sind aber Merkmale in der Schule, so etwas wie Prozess- und Gestaltungsmerkmale. Und die haben einen großen Einfluss darauf, wie groß der Bildungserfolg der einzelnen Kinder ist. Das heißt, wenn ich eine Schule habe, in dem das, ich nenne es jetzt mal Management, das wird im Schulkontext nicht gerne gehört, dieses Wort, also
Leitung und Führung, wie wird die gemacht? Haben wir ein innovationsbereites Kollegium? Werden Fortbildungen gemacht damit? Wie ist die didaktische Situation? Und so weiter und so fort. All das kann diese Nachteile des Standorts ausgleichen wiederum. Dankeschön. Vertiefen wir gleich. Das ist also die Sicht der Wissenschaftlerin, die die Schulentwicklung beobachtet hier. Frau Berger-Hoff-Wodopia, aus Ihrer Sicht, Sie haben sehr viel Erfahrung mit Förderinitiativen, weil Sie das schon seit Jahren machen, hier im Ruhrgebiet. Was ist denn an den Schulen hier auf einem guten Weg? Und wo wiederum sehen Sie Verbesserungsbedarf? Da würde ich Ihnen gerne ein Beispiel erzählen, was also eng mit dem Initiativkreis verbunden ist. Der Initiativkreis hat einmal im Jahr einen Talente-Award ausgerufen. Da werden Menschen besonders geehrt und erhalten einen Preis, die sich für Jugendliche besonders engagieren. Und ich hatte die Gelegenheit, jetzt 3 Jahre hintereinander auch eine Ehrung vorzunehmen. Eine junge Dame habe ich noch in sehr guter Erinnerung, in 2014 war das. Sie war Direktorin einer Hauptschule in Mülheim im Hexbachtal und hat es geschafft, mit ihren jungen Hauptschulabsolventen und ihrem Lehrerteam, ein wunderbares Team, ich habe mich vor Ort davon überzeugen können, hat es geschafft, dass diese Jugendlichen nach Abschluss der Hauptschule nicht eine 10-prozentige Vermittlungschance auf die Ausbildungsplätze hatten, sondern sie hat die steigern können auf über 50%. Ich finde, es ist ein großartiges Ergebnis. Und dazu gehören ganz verschiedene Bausteine, besondere individuelle Förderpläne für die Jugendlichen. Und da gebe ich Ihnen recht, unabhängig ob Migrantenkind oder nicht. Und das ist gelungen. Es ist ihr auch gelungen, den Elternsprechtag so attraktiv zu gestalten, die Eltern so mit einzubeziehen, dass eine Beteiligung der Elternschaft am Elternsprechtag bei 90% lag. Davon einander zu lernen, die Schulen sich besser zu vernetzen und hier diese Erfolgskonzepte gegebenenfalls auch zu kopieren, wenn auch nicht 1:1, das wäre schon ein für mich sinnvoller Beitrag. Ein zweiter Punkt ist, und ich komme drauf, weil Herr Matysiak neben mir sitzt, wir fördern seit vielen, vielen Jahren auch die Projekte der Fellows über Teach First Deutschland. Und habe eine junge Dame kennengelernt, die eingesetzt war an der Gesamtschule in Gelsenkirchen-Ückendorf. Gelsenkirchen-Ückendorf, als ich auch diese Schule besucht habe und habe mich davon überzeugt, wie denn dieser Ablauf gestaltet ist mit diesen jungen Damen und Herren, diesen Fellows, bin in den Unterricht mit der jungen Dame gegangen. Es sind dann so Förderunterricht-Aspekte, die dort einfließen. Und diese Schule hat einen Migrationshintergrund zu dem Zeitpunkt, als ich da war, von 97%. Das ist eine ganz besondere Herausforderung. Die junge Dame, Frau Weyroff, erzählte mir auch, dass sie an der Schule selber noch gar keinen deutschen Schüler hat kennengelernt. Sie hat dort mit ihren bescheidenen Möglichkeiten eine Bibliothek eingerichtet für die Schüler. Die Direktorin hatte zunächst gesagt, Bibliothek an unserer Schule, das lohnt sich nicht, da kommt kein Mensch. Heute ist das etwas anders. Diese Bibliothek wurde auch als Raum, nennt man ja heute zum Chillen, ausgekoren, also dass sich die jungen Leute dort auch mal zurückziehen konnten, auch dann mit entsprechender Literatur. Und diese Bibliothek wurde hervorragend angenommen, sodass der Wunsch bestand, dieses Projekt weiterzuführen. Wir haben dann, weil es zunächst ja noch etwas schwierig war, dass es Nachfolgefellows gibt in den Schulen, Berlin angeschrieben, erfolgreich angeschrieben und jetzt sind auch solche Projekte langfristig, also nachhaltig förderbar. Und das, denke ich, ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, was man auch weiterführen kann, auch an anderen Schulen. Ja, dann sprechen wir mal konkret mit Herrn Matysiak. Sie haben es erlebt, wir nennen das jetzt neudeutsch Herausforderungen, aber viele Eltern würden da deutlichere Worte finden. Kinder mit Migrationshintergrund und ihren Sprachproblemen auf der einen Seite. Es wird Eltern geben, auch hier in der Umgebung, die sagen, das bremst mein Kind, das bremst vielleicht das Leistungsniveau der ganzen Klasse. Das heißt, da haben wir ja eine Konfrontation zum Teil. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt die Hauptaufgabe? Denn nur ruhig bleiben, tolerant sein, das sagen Sie mal den Eltern dort. Also in meinen Augen, es gibt mehrere Aspekte natürlich. Es ist ein sehr vielschichtiges Problem. Ich finde auch das Wort Problem hier akkurater als Herausforderung. Aber ich würde gerne drei Aspekte dazu sagen. Zum einen
denke ich, dass wir gerade wieder eine Debatte an den Schulen führen, in der wir stärker, und da bin ich ganz bei dir auch, Murat, wo wir stärker fragen, wo kommt jetzt jemand her? Ist das jetzt ein geflüchteter Jugendlicher oder jemand mit Migrationshintergrund, mit deutschem Pass, aber ne, dritte oder vierte Generation in Deutschland, oder jemand, der deutsche Eltern hat? Und wir fragen im Bildungssystem wieder, wo kommst du her, damit wir die passende Schublade finden, und nicht, wo willst du hin? Und das ist in meinen Augen aber eigentlich die Aufgabe von Schule, jetzt zu fragen, wo möchtest du denn hin, in welche Richtung entwickelt sich das? Und das haben Sie, finde ich, sehr richtig angesprochen auch, wie sieht dann eine Anschlussoption aus? Also nicht nur haben wir hier unseren Job gemacht und unterrichtet, was wir unterrichten sollen, sondern haben wir uns als Bildungsinstitution wirklich darum gekümmert, dass der Jugendliche eine Anschlussoption hat, sei es im dualen System, im Ausbildungssystem oder in einer weiterführenden Schule. Und diese Verantwortung stärker ins Zentrum schulischen Arbeitens zu setzen, halte ich erstmal für eine der wichtigsten Sachen. Und das geht auch, das ist nicht nur, muss nicht nur ein Satz in der Sonntagsrede sein, das kann auch heißen, dass man zum Beispiel Notenkonferenzen wirklich mit dem Ziel führt, erstmal zu überlegen, was wissen wir über den Jugendlichen, wissen wir, wo der hin will, glauben wir, haben wir eine gute Prognose hier im Raum, dass der das auch schafft. Und wenn die negativ ist, was braucht der vielleicht, dass er schafft? Und dazu gehört natürlich auch Kontakt zu den Eltern, den man als Schule wohl mit in den eigenen Verantwortungsbereich ein bisschen reinholen muss. Also nicht nur, wir haben ein Angebot gemacht, da kommt keiner, sondern ich kenne die Eltern von diesem Jugendlichen überhaupt nicht, dann habe ich als Lehrkraft auch ein Problem. Da muss ich irgendwie überlegen, wie kann ich das möglicherweise herstellen. Und einen zweiten Aspekt würde ich aber gerne noch nennen. Neben allen technischen Sachen, die wir uns ausdenken können, mehr Ressourcen. Und ich finde auch, das ist natürlich ein Ressourcenthema. Wir arbeiten zum Beispiel daran, dass mehr Personen an Schulen in Brennpunkten kommen, um eben diese Standortnachteile auch ausgleichen zu helfen. Und Klammer auf, wir rekrutieren da jedes Jahr 1000 Menschen, die sich bewerben für dieses Programm, für 80 Stellen. Und sehr viele ziehen für diese Aufgabe ins Ruhrgebiet. Klammer zu, das ließe sich noch ausführen, warum das vielleicht so ist. Der Aspekt, auf den ich hinaus möchte, ist, wir brauchen ein wirkliches Vertrauen in das Leistungspotenzial der Jugendlichen, unabhängig davon, wo sie herkommen oder welche Eltern sie möglicherweise haben. Wenn wir an den Schulen per se schon davon ausgehen, dass wir hier mit einer Randgruppe zu tun haben oder mit Jugendlichen, die es wahrscheinlich sowieso nicht schaffen, ja, oder wo wir uns dann überlegen, wie kommt man vielleicht davon weg, dass sie in Hartz IV oder in Transfersysteme rutschen, dann kann das in meinen Augen nicht gelingen. Dann können wir nicht zu einer erfolgreichen Bildungskarriere beitragen. Unsere Grundannahme, und das ist eine Haltungsfrage, muss sein, jeder Jugendliche an unseren Schulen hat erstmal per se das gleiche Leistungspotenzial und hat deswegen auch verdient, dass wir als Pädagogen genau daran arbeiten, dass er oder sie dieses Potenzial ausschöpfen kann. Und nur wenn das gelingt, glaube ich, haben wir eine wirkliche Chance, dass diese Schere nicht weiter auseinandergeht, weil die fängt natürlich in unserem Kopf an. Und es will keiner, dass die soziale Mobilität bereits in der vierten Klasse beendet ist, ja, sozusagen dann schon die Entscheidung gefallen ist. Murat Vural, deswegen haben Sie ja das Chancenwerk und da geht es genau um das, was Usman Tüzi ja gerade anspricht, nämlich diese Potenziale nicht nur als gleich anzunehmen, sondern auch zu sagen, wir helfen euch, euer Potenzial voll auszuschöpfen, wenn es die Schule nicht tut. Das sollte die Schule ja eigentlich auch. Können Sie sagen, welche Hilfestellungen sind da nötig und wie könnten Schulen helfen, auch damit Schüler mit Migrationshintergrund oder alle Schüler eine gute Chance auf einen Berufseinstieg bekommen? Also ich versuche mal die Frage ein bisschen ruhiger zu beantworten, indem ich vielleicht ein paar Aspekte nehme, so pädagogische Aspekte, wie zum Beispiel, wir müssen den Jugendlichen erstmal etwas zutrauen. Also dieses Gefühl kennen die Jugendlichen. Ich habe zwei Kinder, die sind beide Söhne, 16 Jahre alt und 7 Jahre alt. Mein 16-Jähriger, der 11. Klasse Gymnasium besucht, ist nur fixiert auf Noten. Und der ist unter unglaublichem Leistungsdruck und versucht in G8 quasi seine Noten zu sammeln. Ja? Ohne aber zu lernen, was er eigentlich, wenn es nur Schule wäre, zum Glück hat er jemanden, der ein bisschen Ahnung hat sonst zu Hause, sonst würde er nur wirklich für die Schule kämpfen und er würde nichts lernen für das Leben, meiner Meinung nach. Ja? Und er macht bei uns halt kleine Projekte, damit er mal übt und Fehler macht, zugetraut wird, Fehlerkultur, scheitert und später, wenn es erfolgreich ist, Anerkennung bekommt und wertgeschätzt wird. Das sind so Begriffe,
die meiner Meinung nach nicht vergessen sind oder nicht da in der Schule nicht existieren, sondern ich meine, die Ressourcen sind zu knapp, um diese Themen anzugehen, bei denen 25, 30 Kinder und Jugendlichen in der Klasse mit 10 verschiedenen Nationalitäten und Sprachniveaus. Ja? Also was erwarten Sie denn von einer Lehrerin oder von einem Lehrer, der innerhalb von 45 Minuten seinen Lehrplan oder ihren Lehrplan durchziehen muss und gleichzeitig diese Punkte und Aspekte durchgehen muss? Das wird kein Lehrer oder Lehrerin nicht schaffen. Und deswegen brauchen wir Projekte wie Teach First, die einfach mal Fellows schicken, die einfach mal ein bisschen mehr Ruhe bringen und auch vorher ausgebildet sind und fortgebildet sind, genau für diese wichtige, ich sag mal, Soft Skills, die manchmal einfach zu wenig da sind. Und so muss man den Schulen helfen. Also wir können auch den Schulen nicht helfen, indem wir sagen, liebe Schule, es gibt 17 Checklisten, wenn Sie das durchboxen, dann haben wir es. Weil die Schule ist nicht irgendein Objekt, womit ich rede und sage, alles klar, alles klar, alles, ja, dann machen Sie mal. Sondern das ist mit 100 Lehrerinnen und Lehrern. Sie gehen in eine Schule, dann haben Sie eine sagen wir mal, Chancenwert geht in eine Schule. Dann gibt es da 10 Leute, die sagen, super. Dann gibt es 10, die sagen, die wollen uns eigentlich abschießen jeden Moment, ja, und warten, bis wir Fehler machen. Und dann gibt es irgendwie 80, na ja, das ist wieder ein Projekt, jetzt kommt wieder Arbeit auf uns zu. Also das ist Schule, ja, und das müssen Sie mal in Bewegung setzen. Das können Sie aber nicht in Bewegung setzen, indem Sie denen sagen, was richtig oder falsch ist. Das können Sie, indem Sie in die Schule reingehen, in das System Schule, ja, so wie Beispiel Teach First, aber auch als Chancenwerk, und dort Hand in Hand mit Lehrerinnen und Lehrern und Schülern zusammen das Ziel definieren, arbeiten. Ja. Die werden am Anfang erstmal skeptisch sein, das ist so beim Chancenmerk an den 54 Schulen, wo wir sind, eher skeptisch. Aber später erkennen Sie, was das bedeutet, wenn Externe einfach anders drauf schauen. Also wir sind nicht besser, nur wir sind anders. Wir haben ein bisschen mehr Kopf und Zeit vielleicht für gewisse Sachen. Und ein afrikanisches Sprichwort sagt ja aus, man braucht ein Dorf, ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und in Deutschland sind unsere Dörfer die Schulen. Ich glaube, wir haben alles in einer Schule mit 1400 Kindern und 100 Lehrer und Lehrerinnen. Ja? Wir müssen nur diese aktivieren. Wir müssen den Mut geben, dass man den Kindern und Jugendlichen was zutraut und nicht immer defizitär orientiert denken, ah, er kann nicht, dies kann nicht. Wenn ich mit Chancenwerk in die Schule gehe, die Lernkaskade, was wir entwickelt haben, ist, der Ältere hilft den Jüngeren und dafür bekommt er von den Studenten als eine Hilfeleistung. Also hat er Zeit in Mathe für sie, dann habe ich Zeit in Englisch für ihn. Das ist unser Dien, den wir aufbauen, um 2700 Schüler zu erreichen. Also dann, Schüler lernen anderen Schülern, genau, erstmal sich selbst und anderen Schülern zu helfen. Ich habe wieder zu lange geredet, aber genau da ist es doch die Stelle, wir trauen denen zu und geben ihnen die Hand und sagen, du kannst das. Und dann sagen die Schulleitung eigentlich ganz am Anfang, nee, der wird keinem helfen können. Aber ich will dieses Bild abschaffen. Jedes Kind hat was drauf und die waren mal sehr sauber und sehr gut drauf, als die kleines Kind waren. Irgendwann ist irgendwas passiert und irgendjemand hat das Recht, irgendwelche Kinder irgendwie abzustempeln. Das will ich aber nicht. Feuer und Leidenschaft. Ja. Ich schaffe es nicht. Ist es deshalb, Frau Berghoff-Rodopia, warum die RAG-Stiftung Bildung so wichtig findet? Oder warum machen Sie das? Warum geben Sie da so viel Geld dafür aus? Bildung ist uns in der Tat ganz besonders wichtig und hat auch den größten Anteil in unserem Budget für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Wir haben natürlich in den Bergbauregionen durch den Verlust der Ausbildungsplätze in den Betrieben, in den Bergbau, in den Revieren, hier einen Bedarf, dass wir hier ein Stück weit auch eine Lücke füllen wollen. Wir können nicht eins zu eins die Ausbildungsplätze des Bergbaus ersetzen. Das ist nicht möglich. Aber wir hatten über den Bergbau natürlich über viele, viele Jahre in seiner Geschichte begründet rund 100.000 Jugendliche, die dort ausgebildet wurden. Und in der Regel mit guten Abschlüssen ausgebildet wurden. Das heißt auch dementsprechend übernommen wurden, Familien gründen konnten und in Arbeit und Brot waren. Auch die jungen Menschen, die vielleicht nicht den besten Schulabschluss hatten, hatten eine Chance, eine Ausbildung zu durchlaufen. Und aufgrund der hervorragenden Qualität der Ausbilder im Bergbau ist es auch gelungen, auch die durch eine gute Abschlussprüfung zu bringen. Dieses Potenzial ist weggefallen. Wir haben diese Ausbildungsplätze im Bergbau nicht mehr. Zurzeit sind noch 240 Azubis im Bergbau beschäftigt und die jetzt in 2018 ihre Abschlussprüfung machen.
das ein Stück weit zu ersetzen. Auch junge Menschen ausbildungsfähig zu machen, aber sie dann auch konkret auszubilden, ist ein Schwerpunkt unserer Aktivitäten. Das ist zum einen Teil dieser Ausbildungsbereich. Es geht aber weiter. Es geht um die Förderung auch von Schülerinnen und Schülern, um sie zunächst einmal in die Lage zu versetzen, ihren Schulabschluss zu erreichen und danach auch ausbildungsfähig zu sein und ihren Beruf zu erlernen. Das sind unsere Schwerpunkte. Sie können das festmachen an unserem Bildungsbudget. Als wir angefangen haben mit unserem Budget, da lagen wir so bei einem Fördervolumen für insgesamt Bildung, Wissenschaft und Kultur bei 1,5 Millionen. Wir sind Gott sei Dank aufgrund des Kuratoriums und der Beschlüsse heute so weit, dass wir ein Budget in diesem Jahr haben von 10,5 Millionen. Und der Bildungsanteil, das, was wir für Bildung ausgeben, ist weit über 6 Millionen, also weit über die Hälfte geht in Richtung Bildung. Und das soll so bleiben. Und ich wünsche mir, dass wir das auch über die nächsten Jahre weiter ausbauen können. Das ist deutlich. Es gibt hier, um mal in dem Bild der Dörfer zu bleiben, es gibt hier im Essener Norden Dörfer, da funktioniert es nicht. Da werden Schulen sogar geschlossen, weil es massive Probleme gibt. Ich wohne im Süden neben einer International School vom Feinsten. Dieses Gefälle ist da. Welche Konzepte gibt es? Mit welchen Konzepten lassen sich vielleicht auch Kinder hier mit Migrationshintergrund einfach oder einfach Kinder mit solchen Problemen, sich hier in der Schule wohlzufühlen. Mit welchen Konzepten lassen sich solche Kinder begegnen? Was haben sie für Möglichkeiten? Also wir wissen im Grunde genommen seit 10 oder 15 Jahren aus der Effektivitätsforschung, dass wir ein Augenmerk auf die Standortfrage richten müssen. Und dann wiederum wurde bei diesen Studien herausgefunden, dass es Schulen gibt, die im Rahmen von widrigen Umständen leben und arbeiten, aber überraschend positiv und erfolgreich sind. Wir haben noch wenige Ergebnisse darüber, was der Grund dafür sein könnte. Mhm. Also es gibt sehr wohl schon Ergebnisse, die ich vorhin schon im Grunde genommen angerissen habe. Es sind diese Gestaltungs- und Prozessmerkmale in den Schulen, die erfolgreich zu erfolgreichen Schulkarrieren führen können. Also beispielsweise, wenn das Kollegium innovationsbereit ist. Jetzt muss man noch einmal darauf schauen, was für ein System haben wir in Deutschland im Grunde genommen bei Lehrern. Also wir haben diese 45-Minuten-Stunde, die nicht Gott gegeben ist, sondern historisch erklärbar. Wir haben das sogenannte Deputatsmodell, das heißt, Lehrkräfte arbeiten im Rahmen von Vollzeitstellen je nach Schulform 25 oder 28 Stunden. Mal 45. Alles, was darüber hinausgeht, ist höchst, wenig greifbar und nicht plausibel. Das heißt, das führt auch dazu, dass Lehrkräfte heutzutage in der Öffentlichkeit kein sehr gutes Bild haben oder keine gute Meinung davon. Das ist einer der Gründe auch, weshalb Lehrkräfte oder Schulen im Grunde genommen auch ziemlich frustriert sind teilweise, weil dieser Ruf, der ihnen vorauseilt, häufig nicht gerechtfertigt ist. Den Schulen oder den Lehrern gegenüber? Na, ich würde beides zusammen sehen. Also man kann es kaum getrennt sehen. Ich kann nicht eine Schule ohne Lehrkräfte sehen. Ne? Schon klar, hier im Norden, klar. Ich glaube, der Lehrer an sich hat ja an sich schon ein Imageproblem in der Genau, und die Konzepte, die eben dagegen stehen, ist zum Beispiel das Ganztagsschulkonzept, das wir in Deutschland seit 10 Jahren fahren. 2004 gab es plötzlich Geld in Deutschland für Ganztagsschulen. Bis dahin war es nicht möglich, aus politischen Gründen, aus unterschiedlichen Gründen. Und plötzlich wurden 4 Milliarden Euro freigemacht von Bundesseite für Ganztagsschulen. Ich habe diese ganze Phase erlebt in unterschiedlichen Bundesländern. Und mittlerweile ist Ganztagsschule kein Schimpfwort mehr. Mhm. Und das birgt ein großes Potenzial. Also diese Ganztagsschulen, wo Schulen im Grunde genommen den ganzen Tag diese Kinder haben, wo es nicht nur um die Beschulung geht, sondern Beschulung und Betreuung entsprechend einem pädagogischen Konzept. Ich habe vor 6, 7 Jahren einen Vortrag gehalten vor einem Service-Club, einem reiner Männerclub. Ich nenne es jetzt mal despektierlich Anzugträger, die ich vor mir hatte. Und ich habe ihnen versucht, den Gedanken der Ganztagsschule näher zu bringen. Und ihnen gesagt, was es überhaupt bedeutet, wenn Kinder aus Schichten kommen, wo sie eben nicht auf Eltern zurückgreifen können, wo sie die Betreuung den ganzen Tag haben, wo Eltern genau diesen Fokus drauf haben, dass sie sagen, wir möchten, dass unsere Kinder
gefördert werden, die es vielleicht intellektuell auch nicht können. All das wird mittlerweile von Ganztagsschule aufgefangen. Aber interessanterweise ist es auch so, dass akademisch gebildete Eltern Ganztagsschulen fordern mittlerweile. Weil sie sagen, wenn wir beide gut ausgebildet sind, beide arbeiten, so wie Sie das vorhin gesagt haben, zurück ins Allgäu, wahrscheinlich arbeiten sie beide, sie haben Kinder, sie brauchen jemanden, der sich darum kümmert und das entsprechend guter Konzepte. Und das gibt es hier im Ruhrgebiet auch. Mhm. Auf eine perfekte Art und Weise. Das Geld ist jetzt doch nicht so sehr da, das ist das Problem. Und diese Schulen brauchen auch Unterstützung. Aber sie arbeiten teilweise auch ziemlich am Limit, muss man sagen. Mhm. Und es geht eben auch um diese didaktischen Unterstützungsmerkmale, Fortbildungen. Aber auch da haben die Universitäten nachgezogen, die Lehrerbildung läuft. Aber Schule ist ein extrem träges System. Das heißt, das dauert alles ein bisschen. Aber das hat sich in den letzten 10 Jahren, finde ich, schon sehr gut gemacht. Macht Hoffnung. Vielen Dank. Ganztagsschule. Absolut, macht Hoffnung, weil man das Gefühl hat, auch wenn man in dem Moment denkt, es bewegt sich ja nichts, wenn man dann doch mal über die Zeitspanne eines Jahrzehnts sich das anschaut. Ulf Matysiak, um mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken. Jetzt sprechen wir so über Schulen im Ruhrgebiet, Schulen in Deutschland vielleicht noch. Wie ist es denn im internationalen Vergleich? Was können wir da in puncto Integration von Kindern aus bildungsfernen Schichten und Migrantenkindern lernen? Also wir sind ja Teil eines Netzwerks, das jetzt in 40 Ländern ein ähnliches Programm, wie wir es hier durchführen, durchführt von ganz kleinen Programmen bis zu sehr, sehr großen in England und in den USA. Ich glaube, zum einen kann man feststellen, dass die Parallelen zwischen Schulen in sozialen Brennpunkten erstaunlich zahlreich sind. Das heißt, eine Schule in Chile oder China, die in einem sozial schwachen Umfeld ist, ist erstaunlich ähnlich einer deutschen Schule in einem solchen Umfeld. Und der Unterschied zu einer Schule im gleichen Land, das sagen wir mal im oberen Quartil ist, ist deutlich größer. Wenn ich also Schulbesuche in anderen Ländern durchführe, dann erzählen die Schulleiter oft von den gleichen Problemen, die gleichen Fragen, die sie umtreiben und so weiter. Jetzt, was man auf jeden Fall sagen kann international, ist, dass man versucht, ein ganzheitlicheres Förderkonzept für Jugendliche umzusetzen. Ich glaube, das ist mittlerweile Common Sense, kann man sagen. Es geht nicht nur um die fachliche Weiterqualifizierung, sondern man möchte das ganze Bild, den ganzen Jugendlichen sehen. Das Thema Elternarbeit ist überall auf der Welt wieder stark im Kommen, auf jeden Fall. Und auch in Deutschland ist es ein Thema, mit dem wir uns auch im NGO-Sektor wieder viel stärker befassen als zum Beispiel noch vor 10 Jahren. Und zum Dritten glaube ich, dass diese Idee einer kindgerechten, individuellen Förderung, die bei uns teilweise unter dem Stichwort Binnendifferenzierung in den 80ern schon mal da war und jetzt unter dem Stichwort Inklusion gerade eine gewisse Renaissance erfährt, dass das was ist, was international auch so gesehen wird. Also das einzelne Kind betrachten, nicht am Lehrplan kleben, nicht nur Input standardisieren, was geben wir rein, sondern genauer gucken, was braucht dieser Jugendliche noch, um erfolgreich zu sein. Das scheinen mir auf jeden Fall globale Trends zu sein. Und eine ganz kleine Sache möchte ich noch sagen, weil ich das für ein sehr gutes Beispiel aus dem Ruhrgebiet finde. Auch die Verantwortung der Regionen, der Kommunen oder Städte für das Gelingen von Schule ist etwas, was man im globalen Trend total sieht und was hier im Ruhrgebiet beispielsweise, in unserem Fall jetzt in Duisburg und Dortmund, auch schon passiert, wo wir Kooperationen, auch in Herne ist es der Fall, wo wir Kooperationen mit der Kommune aufgebaut haben, die zusammen mit dem Land und mit Partnern wie der RAG-Stiftung und anderen Stiftungen gesagt haben, wie können wir denn dieses kleine System hier im Norden von Dortmund, von mir aus, oder in Duisburg, Marxloh, wie können wir denn dieses Mini-Bildungssystem positiv gestalten und wie kann man da zum Beispiel dann Externe wie Teach First und Partner vor Ort in ein Boot holen und nicht einfach nur auf die Zuständigkeit der Landesregierung quasi verweisen, sondern aktiv werden. Und ein Stück weit scheint mir das auch zukunftsweisend zu sein. Vielleicht als letzte Frage vor dem verdienten Mittagessen, Murat Vural, Sie brennen für das Thema. Glauben Sie, wir haben eine Chance? Auf der RAG Zukunftsstudie steht drauf, Schicksalsjahrzehnt, als hätten wir nur noch 10 Jahre. Es sind wichtige 10 Jahre, die jetzt kommen. Schaffen wir es in der Zeit? Schaffen wir es schneller? Schaffen wir es überhaupt? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir etwas schaffen. Ob wir das schaffen, was uns glücklich macht, weiß ich nicht.
Wir müssen etwas schaffen, wir müssen nach vorne schauen, wir müssen die positiven Sachen betrachten, was wir bis jetzt erreicht haben, auch sozusagen die Entwicklung, die Sie ja auch dargestellt haben. Allerdings möchte ich nicht das Gefühl geben, indem man sagt, wir wollen was schaffen, dann wird das schon, wir müssen anpacken. Also es geht nicht anders. Jeder, sei es Wissenschaftler, sei es Politiker, sei es NGOs, sei es Unternehmer, sei es Stifter. Wir haben sie alle. Alle zusammen müssen das anpacken und anpacken. Und Kooperation heißt für mich nicht gemeinsam Kaffeeklatsch und alles gut, sondern wir müssen konkret anpacken. Ich denke gerne, an dieser Stelle muss ich das erwähnen, an Haniel Unternehmen, Haniel Stiftung. Haniel Stiftung hat in Duisburg angepackt, hat Teach First reingeholt, hat Apeiros und Chancenwerk reingeholt und seit 6 Jahren fast 2 Millionen auszugeben, damit wir dort über 20 Schulen erreichen und wo gemeinsam Kooperationen bezahlt werden von verschiedenen Organisationen in verschiedenen 4, 5 Schulen, sind alle sozusagen da. Und das in Abstimmung mit Schulen. Das ist anpacken. Ich kann nur sagen, ich kann nur einladen, wenn wir es wollen, dann kriegen wir es hin. Aber nicht euphorisch, sondern eher kritisch und vorsichtig, aber tut. Schön, und wir kriegen noch mehr als eine Antwort unter, vor Mittagessen kommt gleich. Ganz kurze Antwort bitte, an Sie noch mal. Ich habe es Ihnen angekündigt, damit Sie schon mal darüber nachdenken können, Frau Kamsky. Welche Schulnote würden Sie denn den Schulen in NRW geben? Oh, das ist schwierig. Wenn Sie erlauben, würde ich dazu gerne das Publikum mit einbeziehen. Aber ganz kurz, weil wir brauchen noch ein Schlusswort. Okay, ich fange bei 2 an. Bitte um ein Handzeichen. Wer gibt den Schulen im Ruhrgebiet eine 2? Wer gibt Ihnen eine 3? Ah, die Mehrheit. Wer gibt Ihnen eine 4? Eine 5? 6 frage ich nicht. Und wenn ich jetzt nachfragen würde, nach welchen Kriterien haben Sie diese Noten vergeben? Das heißt, das waren im Grunde genommen, das ist eine Nullaussage. Wenn ich Ihnen sage, 3. Ich gebe Ihnen eine 3, heißt das überhaupt nichts, weil Sie meine Kriterien nicht kennen. Ja. Ja, wir müssen mehrere Dinge mit einbeziehen, deshalb können wir Ihnen nicht mit Schulnoten kommen. Also das ist eine sehr schwierige Geschichte. Ich würde es anders beschreiben und sagen, Sie sind auf einem guten Weg. Wir haben sehr gute Schulen, wir haben weniger gute Schulen und im Schnitt läuft es ziemlich gut. Danke, und wir nehmen mit eben, es ist noch nicht alles super, aber es ist positiv, aber viel Raum nach oben zur Verbesserung, und dafür tun Sie ja auch was, Frau Bergerhoff, Frau Dopia. Ja. Vielleicht das als letzte Frage. Sie, die ARG-Stiftung, andere Initiativen können natürlich nicht allen Kindern zu einer fairen Chance verhelfen. Was ist notwendig, damit man in der gesamten Region eine Wirkung entfaltet und eben nicht nur punktuell da, wo man halt mal ist und Geld reinpumpt und gute Projekte fördert? Wichtig ist, dass die Projekte, die man angeht, nachhaltig sind. Dass es nicht in einem Jahr ein Projekt ist und im nächsten Jahr klingt das wieder aus, sondern es muss kontinuierlich weitergeführt werden. Das kann die ARG-Stiftung auch nicht allein. Wir brauchen Kooperationspartner. Wir haben sehr viele Kooperationen, insbesondere im Ausbildungsbereich, auch mit der Landesregierung. Aber wir sind auch unterwegs mit den Hochschulen. Die Westfälische Hochschule, mit der starten wir in diesem Jahr ein neues Projekt, was sich insbesondere auch auf den Schülerbereich bezieht. Wir haben aber auch weitere Projekte. Ich bin jetzt nicht nur bei dem Schulprojekt, sondern wenn ich Ihnen kurz erwähnen darf, dass wir im Thema Flüchtlingshilfe an 5 Bergbaustandorten jeweils 2 Gruppen unterrichten. Eine Gruppe, die wir zunächst erstmal alphabetisierungsfähig halten, und die nächste Gruppe, die wir ausbildungsfähig machen wollen, innerhalb von 10 Monaten. Da hat uns das Kuratorium auch die Möglichkeit gegeben, dass wir ein solches Projekt starten können. Ist auf einem sehr guten Weg. Ich bin jetzt am Montag mit dem Arbeitsminister in Berchkamen gewesen, in der ehemaligen Bergberufsschule, und haben uns dort vor Ort anschauen können, wie erfolgreich solche Projekte tatsächlich laufen. Ich bin sehr überrascht, mit wie viel Motivation die jungen Leute dort gestartet sind. Die haben eine Beteiligungsquote von über 90%. Da träumen viele nur von. Und daran merkt man, es geht immer auf beiden Seiten. Es ist zum einen das Engagement der Schüler, der Auszubildenden selbst, aber es geht auch darum, wie vermittle ich was, spreche ich die Leute richtig an, habe ich die Möglichkeit, den Zugang zu finden, dann kommt ganz viel zurück. Und wir haben natürlich auch Kooperationspartner. Bei dem Flüchtlingsprojekt ist es der TÜV Nord Bildung, mit dem wir da eine gute Zusammenarbeit haben, und viele andere Projekte auch. Wir können es nicht alleine stemmen. Wir brauchen Kooperationspartner, und ich hoffe, dass wir vielleicht auch heute über den Initiativkreis, wie auch immer, weitere gewinnen können, die sich genau diesen Themen auch annehmen, denn der Bedarf ist riesig.